Zunächst mal, ich hoffe, Sie können die Bilder sehen. Ich sehe Nicken, das ist gut. Ich wollte Sie nur auf dem ersten Bild darauf hinweisen, dieses linke Bild, was da ist, das ist das Institut, in dem ich arbeite. Und ich sitze hier oben in der ersten Etage. Können Sie meine Maus auch sehen, mit der ich da rumwedel? Genau. Also, jawohl, sehen wir. Wie bitte? Irgendjemand hat was gesagt, aber ich glaube, das hieß für Sie, Sie sehen es. Also ich sitze jedenfalls jetzt hier genau hinter diesen Fenstern. Und das war in diesem Winter, als wir wirklich in Schnee untergegangen sind und kaum rein noch raus konnten. Ich konnte also tatsächlich einen Tag auch gar nicht zur Arbeit kommen. Das haben vielleicht manche von Ihnen in diesem Winter auch erlebt. Aber jetzt geht's los. Sie haben von meinen beiden Vorrednern schon viel gehört über das Kitgehen und CD117 und viele verschiedene Begriffe, die dann auch ermüdend sind. Ich hoffe, Sie sind also noch, haben noch ein bisschen Kraft für dieses Thema, weil es tatsächlich in der Tat manchmal etwas kompliziert rüberkommt. Also fangen wir mal aus meiner Sicht zumindest harmlos an. Ich wollte mit Ihnen gerne nochmal über diesen Begriff KIT-Rezeptor und CD117, das geht immer mal so ein bisschen hin und her, reden und was die bedeuten und ob das das Gleiche ist oder was anderes. Und Sie sehen hier also einerseits einen kleinen gastrointestinalen Stromatom an der Magenwand, wie er mit bloßem Auge sich dem Pathologen darstellt. Und auf der rechten Seite den über viele lange Jahre wichtigsten Untersuchungsmarker, den wir dann als Färbung im Prinzip auf das Gewebe, im Gewebe darstellen. Und den nennen wir auch CD117, das ist der Antikörper. Aber was dahinter steht, ist der KIT-Rezeptor, über den wir immer reden, und über die KIT-Mutationen, über die wir reden. Das sind die wesentlichen Wachstumsfaktoren, die hier dieses Gebilde hier zum Wachsen bringen. Und das ist auch genau die Zielstruktur, an die sich das Medikament Imatinib, aber auch die anderen Medikamente richten. Und deswegen ist es so wichtig zu verstehen, was ist denn das überhaupt hier, dieses braune Zeug, was da drin ist. Ja? Und das wollte ich mit Ihnen noch ein bisschen vertiefen, damit Sie auch mit diesen Begriffen Exons und Exon 11 und hier wird ja mit sehr viel Fachbegriffen auch gearbeitet, damit Sie das besser verstehen können. Also hier nochmal dieser Marker auf der rechten Seite, den wir also täglich für diese Diagnostik nutzen. Und links sehen Sie jetzt in diesem hübschen Violett und ja, dunkellila den KIT-Rezeptor dreidimensional. Und da sieht man schon, das ist in Wirklichkeit natürlich ein total kompliziertes Molekül. Groß mit vielen solchen helikalen Verschraubungen und verschiedenen Domänen. Und dieses ganze Gebilde, das sitzt in der Zellmembran. Da ist es verankert. Das kann da nicht raus. Nicht raus und nicht rein. Also eigentlich jedenfalls. Und diesen Rezeptor zu hemmen, damit die Tumorzelle stirbt, das ist die Challenge. Das ist die Herausforderung. Und Sie sehen jetzt, sitzt hier so ein grünes Molekül mitten in diesem Gewusel drin. Und das ist das Imatinib. Deswegen, oder Gleevec. Das ist auch der Grund, warum man von einem sogenannten Small Molecule, also von einem kleinen Molekül spricht. Das ist wirklich nur ein kleines Molekül. Ich weiß nicht, ob unter Ihnen welche sind, die sich mit Chemie ein bisschen auskennen, mit diesen ganzen Kohlenwasserstoffringen, die hier drin sind. Und die hängen hier so aneinander wie so eine Kette. Und diese spezielle Form, die das Teil hat, führt dazu, dass sie genau in diese Tasche hier hineinpasst. Und das erklärt dann am Ende, wenn man sich das einmal so überlegt hat, mit dieser 3D-Struktur, erklärt am Ende auch, was Herr Weber uns gerade erzählt hat, nämlich, dass da erst eine Mutation war und dann kam noch eine dazu. Und diese zweite Mutation, die führt dazu, dass plötzlich dieses Molekül nicht mehr in diese Tasche passt. Und das nennen wir dann Resistenz, wenn also das Medikament nicht mehr wirkt, weil das Molekül nicht mehr in diese Tasche passt. Und das hat einfach sozusagen sterische Gründe. Also das Molekül verdreht sich dann anders und da passt das nicht mehr so. Also das ist die Begründung dafür. Und wir gehen jetzt einfach mal weiter. Wir haben hier noch immer unser Molekül. Und jetzt nehmen wir es mal an beiden Enden und ziehen es lang. Und dann kommt hier so ein gestrecktes Teil raus. Das ist immer noch hier der KIT-Rezeptor. Der ist jetzt nur lang gezogen, damit wir ihn besser verstehen. Diese Stelle hier hängt in der Zellmembran, damit er nicht verloren geht. Das hängt aus der Zelle raus, dieses Zeug hier. Und das hängt in die Zelle hinein. Das habe ich versucht, Ihnen hier unten an so einer Zelle, die habe ich aus dem Internet geklaut, nochmal deutlich zu machen. Das rote Ende, das ist hier auch rot, hängt in die Zelle rein und das grüne Ende hängt aus der Zelle raus. Und so wird eine Verbindung von außen und innen geschaffen. Das heißt, so kann eine Signalübertragung stattfinden, von außen nach innen. Und so kann der Rezeptor an- und ausgeschaltet werden, unter normalen Umständen. Haben wir es nun aber mit einem
veränderten, genetisch veränderten Rezeptormolekül zu tun, dann schaltet der Rezeptor sich von alleine an. Da ist keiner mehr, der den ausschaltet, der schaltet sich selber an. Und das ist das Problem. Damit ist er unabhängig vom Restkörper. Und so wächst ein Tumor dann. Der hat sich also selber unter Kontrolle und kein anderer. So, und das ist hier diese Situation. Und jetzt kann man sich überlegen, okay, wie kommt es denn überhaupt von diesen genetischen Veränderungen zu dem veränderten Rezeptor? Wer aus Biologie noch was im Hinterkopf hat, weiß natürlich, dass alle Eiweißmoleküle, die wir im Körper haben, auf irgendwelche genetischen Sequenzen zurückgehen und aus diesen entstehen. Und auch die Reihenfolge, die, aus der sie bestehen. Und das sind hier jetzt 21 Abschnitte, die alle für einen bestimmten Abschnitt in dem Rezeptormolekül zuständig sind. Die nummerieren wir einfach durch, von 1 bis 21. Und das sind dann diese einzelnen Abschnitte, sogenannte Exons oder Exone. Und wenn Sie jetzt immer hören, Exon 11, dann ist das hier ziemlich genau in der Mitte von diesem Gen. Und wenn da eine Veränderung drin ist, dann verändert sich diese Stelle in dem KIT-Rezeptor. Und das führt dann dazu, dass der angeschaltet wird. Hier gucken wir das jetzt nochmal ein bisschen detaillierter an. Sie sehen, hier oben ist also der KIT-Rezeptor nochmal mit seinen ganzen Exons. Und hier unten liegt jetzt ein zweites Molekül mit einem anderen Namen. Das ist PDGF-Rezeptor Alpha, das Gen für diesen Rezeptor. Die beiden hier sind sozusagen wie Bruder und Schwester. Die liegen auf einem Chromosom direkt nebeneinander und die sind ganz, ganz ähnlich. Deswegen sind sie hier auch ähnlich dargestellt. Und in GIST, in gastrointestinalen Stromatumoren, ist entweder dieses Gen hier verändert oder dieses Gen hier verändert. Und zwar in 95 oder sagen wir mal 90% der Fälle. Das heißt, 90% der Fälle haben entweder in diesem Rezeptor hier eine Veränderung oder in diesem Rezeptor. Nicht beide gleichzeitig, end oder weder. Also es gibt nur die eine oder die andere Möglichkeit. Und wenn man dann guckt auf dieser Ebene des Genes, der DNA, wo sind denn diese Veränderungen, dann sehen Sie, es gibt nicht überall einfach so zufällig verteilt in dem ganzen gesamten Gen solche Veränderungen, nur in bestimmten. Warum? Weil nur bestimmte Veränderungen eine effiziente Veränderung bewirken, nämlich dass der Rezeptor angeschaltet wird. Also nicht jede Veränderung hier hat den gleichen Effekt und deswegen ist auch die Biologie nicht von jedem GIST genau gleich wie der andere, weil die verschiedene Mutationen haben. Und diese Sternchen bedeuten jetzt über den jeweiligen Nummern, Exon 11 Mutationen, Exon 9 Mutationen, 13, 14, 17 und so weiter. Sie sehen hier ganz viele Sterne und die sehen auch unterschiedlich aus. Die gelben, das sind die, die wir in GIST feststellen, die noch nie behandelt wurden, die einfach so auftreten, rausgenommen werden, untersucht werden. Die, die hier so einen schwarzen Kringel außenrum haben oder überhaupt nur schwarz sind, sind die, die wir zusätzlich finden, wenn jemand mit Imatinib behandelt wurde oder wird. Und das ist auch das, was Sie vorhin geschildert haben von Ihrem Tumor mit der Exon 17 Mutation. Die ist zusätzlich entstanden, nicht alleinig. Und das verändert die Biologie des Tumors. Und hier unten sehen Sie PDGF-Rezeptor Alpha, ganz ähnliche Sterne, weniger Sterne, sind auch nur etwa 10 bis 15% der Fälle, die in dem Gen überhaupt betroffen sind. Aber von der Funktion des jeweiligen Moleküls gleiche Stelle. Also ganz ähnlich. Deswegen sind die eben so verwandt miteinander. Was machen wir nun, um das festzustellen? Wir machen eine Mutationsanalyse. Das haben wir viele, viele Jahre mit der sogenannten Sänger-Sequenzierung gemacht. Das ist eine bestimmte Methode, auf die ich nicht näher eingehen will. Aber wir machen das heute anders. Wir machen das heute insofern besser mit diesem hochkomplizierten Schema. Wir machen es insofern besser, weil die Methode sensitiver ist. Wir können also mit weniger genetischem Material in mehr Fällen sicher sagen, was für eine Mutation wir da haben. Und dann kommt es hier zu einem schwierigen Ablauf, wie das alles gemacht wird, wie wir aus dem Gewebe schließlich dahin kommen, dass wir so eine Miniprobe haben, die in so ein kompliziertes Gerät geschmissen wird. Und danach braucht es eine umfangreiche bioinformatische Untersuchung und dann weiß man den Mutationsstatus. Diese Untersuchungsmethode ist deswegen so gut und die wird Ihnen vielleicht hier und da auch mal unterkommen. Und zwar unter dem Begriff Next Generation Sequencing oder NGS, kommt Ihnen unter, weil die heute mehr und mehr eingesetzt wird. Man braucht nur wenig DNA, man kann viele Gene gleichzeitig angucken. Und Sie haben gehört, das kann beim GIST ja durchaus ein bisschen komplizierter sein. Man kann bestimmen, wie viel mutierte DNA, also veränderte DNA habe ich. Und wir können auch kleine Subklone, und Subklone sind kleine Zellaggregate, die vielleicht doch nicht mehr ansprechen, die können wir damit feststellen. Wir verstehen also die Krankheit besser. Und das ist ja die Basis allen Handels, ist das gute Verständnis einer Erkrankung.
So, und ich will Ihnen mal ein Beispiel zeigen, von dem eigenen Fall. Da haben wir vor vielen, vielen Jahren einen Gist aus dem Magen untersucht und haben aber keine Mutation feststellen können. Das nennt man dann Wildtyp. Das bedeutet also, dass keine KIT-Mutation, keine PDGF-Rezeptor-Alpha-Mutation. Da hatten wir ganz am Anfang auch eine Frage dazu. Und dann haben wir diesen Tumor viele, viele Jahre später nochmal mit unseren neueren Methoden untersucht und siehe da, wir haben doch eine Mutation gefunden. Deswegen wäre mein Rat zum Beispiel bei einer Situation, wo gar keine Mutation nachgewiesen wird, noch ein zweites Labor diese Sache untersuchen zu lassen als Überprüfung, als Zweitmeinung. Weil keine nachgewiesene Mutation ist einfach super selten. So, das ist dann da rausgekommen und hat also dann doch ganz spärlich nur in 10% der Zellen diese Mutation gefunden. Und das zeigt, dass die methodische Verbesserung wichtig ist für diese Erkrankung. Und dann kommt so ein Tortendiagramm am Ende dabei raus. Da sehen Sie jetzt ganz viele KIT-Abschnitte und wir sehen aber auch PDGF-Rezeptor Alpha und überall dort können solche Mutationen auftreten. 90% aller GIST haben da die Mutationen und das rote Tortenstück, das soll uns jetzt noch in den nächsten Minuten beschäftigen. Der letzte in so einer Reihe, der einen Vortrag hält, hat ja immer so ein bisschen die Karte gezogen, dass alle anderen mega überzogen haben und man dann sehen muss, wie man durchkommt. Aber ich glaube, wir kriegen das hin. Also insofern nicht ärgern, wenn ich ein bisschen schnell spreche, aber Ihnen versuche, das noch zu vermitteln. Wir reden also jetzt über das rote Tortenstück, über die Tumoren, die eben doch keine Mutation haben in KIT oder PDGF-Rezeptor Alpha, weil das ist eine besondere Gruppe. Zunächst aber noch die Bemerkung, wir wollen deswegen immer gerne wissen, was da genetisch los ist in dem Tumor, weil das wichtig ist, sowohl für die Prognose, also wie hoch ist das Risiko eines Rückfalls, als auch für das Therapieansprechen oder überhaupt das weitere therapeutische Vorgehen. Dafür ist das wichtig. Deswegen müssen wir diese Mutationsanalyse machen. Und Sie sehen jetzt hier also die Stichworte Prognose, also wie wird es laufen? Und Prädiktion, das ist die Vorhersage des Therapieansprechens. Und da steht jetzt hier viel kleiner Text. Da will ich Sie gar nicht mit belasten. Nur so viel. Es gibt Unterschiede. Sowohl in der prognostischen Bedeutung als auch im Therapieansprechen. Und das ist wichtig. Und Sie haben auch von Frau Liegel-Atzmann schon gehört, dass es Mutationen gibt, die zu einer Resistenz führen. Die also, wo man gleich weiß, wenn die Mutation dabei rauskommt, macht es überhaupt keinen Sinn, Imatinib einzusetzen. Und das ist diese hier. Die hat diesen Namen D842V. Das bezeichnet eine Aminosäure in dem großen Rezeptormolekül. Und man sieht, dass es nicht nur diese Mutation an der Stelle gibt. Es gibt viele verschiedene andere, die haben dann andere Buchstabenfolgen. Aber man muss sagen, es ist gar nicht so selten. Wenn wir davon ausgehen, dass 15% aller gastrointestinalen Stromatumoren in diesem Genabschnitt eine Mutation haben und die alle im Magen sind, nahezu alle, dann können wir davon ausgehen, bei einer Häufigkeit von 70% von dieser speziellen Mutation, dass wir insgesamt 10% aller GIST haben, die primär resistent sind. Also wo es überhaupt keinen Wert macht, adjuvant oder in irgendeiner anderen Konstellation. Und das Besondere und Tolle ist, dass es ja neuerdings eine auch zugelassene neue Substanz gibt, avapritinib, die genau bei dieser Mutation wirkt. Das ist aber noch wirklich ganz neu. Also ich glaube, naja, also wenige Wochen, sollen die Onkologen sagen. So, aber jetzt kommen wir noch zu diesem roten Tortenstück und dazu gibt es jetzt komplizierte Bilder. Lassen Sie sich nicht erschrecken. Ich will Ihnen nur einen kleinen Einblick daran geben, dass es eben seltene Konstellationen gibt, die wichtig sind zu identifizieren, weil das für die Therapie so wichtig ist. Eine davon ist diese hier, nämlich dass es in einem anderen Gen eine Mutation gibt. Das ist oft eine familiäre Konstellation. Deswegen fragen Sie manchmal vielleicht auch dann die Ärzte, gibt es in Ihrer Familie weitere Fälle mit solchen Tumoren, mit solchen GIST? Gibt es in Ihrer Familie Fälle, die Hautveränderungen haben, also viele kleine Hauttumoren, die an sich gutartig sind und so weiter? Um der Frage nachzugehen, könnte es ein Tumor sein im Rahmen dieses Syndroms der Neurofibromatose? Eine Möglichkeit. Es gibt auch noch seltenere Mutationen, ich will Sie damit nicht quälen, die wir eigentlich aus einem anderen Kontext kennen, die dann aber auch nicht selten überhaupt unter langjähriger Therapie auftreten, die wahrscheinlich nicht ursprünglich und ursächlich sind für ein GIST. Ich gehe da mal schnell drüber, damit es nicht so quälend ist. Aber eine Sache würde ich ein bisschen ausführlicher gerne sagen. Und das ist diese besondere Gruppe, die Tumoren, die
einen bestimmten Mangel haben. Sie wissen ja, in der Medizin sind alle Worte immer total schrecklich und lang. Dieser auch, Succinate-Dehydrogenase, kann man sich noch mehrmals aussprechen, überhaupt merken und auch aussprechen. Aber es ist tatsächlich ein wichtiges Protein im Zitratzyklus. Das ist so ein Energiebeschaffungsmechanismus der Mitochondrien, wichtig für die Zellen. Und da gibt es ein Enzym, wenn das kaputt ist, ist ein Komplex, dann lagert sich ein Protein, was eigentlich abgebaut werden soll, dadurch vermehrt in die Zelle ein. Und das wiederum über verschiedene komplizierte Wege kann am Ende ein Tumorwachstum induzieren. Sie sollen nur den Begriff gehört haben, weil das Succinate-Dehydrogenase so doof auszusprechen ist, kürzt man das auch mit SDH ab. Frau Liege-Arzmann hat das auch vorhin schon erwähnt. Und das hier ist diese Abkürzung SDH-Komplex. Und da gibt es tatsächlich jetzt eine Immunpsychemie, die wir machen können an den Tumoren. Und dann können wir gucken, gibt es einen Defekt in diesem Komplex oder funktioniert der ordentlich? Wenn der ordentlich funktioniert, dann haben wir wie in diesem normalen Muskelgewebe, haben wir eine braune Färbung. Wenn er ausgefallen ist, dann fällt die braune Färbung aus. Und das sieht man hier. Hier ist die braune Färbung weg. Wir können also in der Pathologie fahnden nach dieser Veränderung, die ja selten ist, wie Sie gehört haben, aber die einen Teil der gastrointestinalen Stromatumoren gut erklären kann. Und damit wird es dann doch auch ein bisschen komplizierter als am Anfang gedacht. Wir haben zwar auf der einen Seite diese hier, die mit KIT oder PDGF-Rezeptor-Alpha-Mutation. Und die allermeisten, und das wird auch für Sie, die Sie hier sitzen, auch gelten, sind sporadisch. Das heißt, Sie sind der Einzige in der Familie, der das hat, niemand anders. Aber seltenerweise gibt es das eben auch mal familiär. Auf der anderen Seite, viel kleinerer Teil, 10%. Die Tumoren, die hier keine Mutation haben. Und bei denen kann es nun sein, dass dieser SDH-Komplex kaputt ist oder dass er heile ist. Wenn er kaputt ist, dann ergeben sich daraus verschiedene andere Syndrome, die da sein können. Da müssen Sie einen Experten konsultieren. Das weiß Ihr Arzt dann aber hoffentlich auch. Wenn dieser Komplex intakt ist, dann gibt es auch zwei Möglichkeiten, was das bedeuten kann. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Es ist kompliziert, das haben Sie geahnt, aber die meisten Patienten, die meisten auch von Ihnen, sind nicht in dieser komplizierten Gruppe. Die meisten von Ihnen sind hier in dieser Gruppe unterwegs und da ist das Leben etwas leichter oder das Verständnis des Tumors etwas leichter. Man darf aber nicht verschweigen, und das haben wir eben schon gehört, dass sich auch gastrointestinale Stromatumoren weiterentwickeln können. Vor allen Dingen, wenn sie nicht komplett entfernt sind. Das heißt, wenn ein Tumor raus ist, dann ist er ja weg, dann kann nichts mehr sein. Aber wenn er wieder auftritt, kann er sich verändern. Und diese Veränderung versuchen wir im Moment zu verstehen und dem zu begegnen. Sie haben also den Mikrogist, der schon erwähnt wurde, der so klein ist, dass wenn er raus ist, dann spielt er nie wieder eine Rolle. Aber es gibt natürlich auch welche, die haben ein hohes Risiko von Anfang an. Und die entwickeln dann weitere Veränderungen genetischer Art zumeist, die sie unter Umständen auch aggressiver machen oder auch resistent gegen die Standardtherapie. Und das zu erkennen und dann das Richtige zu tun im nächsten Schritt, das ist die Herausforderung. Eine Sache, die dabei dazugehört, sind eben die am Anfang bereits erwähnten sekundären Mutationen, die wir auch als zusätzliche Mutationen abkürzen können. Und das bedeutet, dass wir also in einem Tumor, der wieder auftritt, unter Therapie gucken müssen, sind da weitere Mutationen und be bewirken die vielleicht, dass die Substanz, die man einnimmt, gar nicht mehr wirkt. Muss da vielleicht ein Substanzwechsel, ein anderes Medikament genommen werden? Und das ist die Aufgabe, wenn wir molekulare Diagnostik machen. Und ja, Frau Liegel-Atzwanger, bevor sie verhandelt war, da hieß sie noch Frau Liegel, stimmt's, Bernadette? Da hat sie diese wunderbare Arbeit hier auch geschrieben. Jetzt sehen wir sie auch. Jetzt hat sie sich eingeblendet. Wunderbar. Die hat natürlich völlig zu Recht bemerkt, je besser die Methoden sind, die wir einsetzen, um zu gucken nach solchen Veränderungen, die unter der Therapie entstehen, desto mehr finden wir. Das ist nicht in der Natur der Sache. Sollte aber kein Grund sein, nicht genau hinzugucken, denn das dient dem besseren Verständnis. So, was schließe ich daraus? Und damit kommen wir auch gleich zum Ende. Es gibt eine Menge Gene, die man von Anfang an schon kennen sollte. Und das sind diese hier oben genannten, also die ganzen KIT-Genabschnitte und die PDGF-Rezeptorabschnitte. Das sind die Klassiker, wo solche Erstveränderungen vorkommen. Aber nur eine. Also nicht fünf, ne, sondern eine solche Veränderung ist in einem primären, unbehandelten GIST. So.
Und dann gibt es, wenn die alle jetzt hier oben nicht betroffen sind, keiner von denen, dann gibt es die Variante mit dem SDH-Komplex. Wenn die also betroffen sind, da gibt es auch vier Komplexpartner, die alle zusammengehören. Die können verändert sein. Und dann gibt es ganz, ganz, ganz seltene Sachen wie hier. Und wenn ein Rückfall auftritt, dann sind ähnliche, aber nicht die gleichen Genabschnitte betroffen. Sie sehen schon wieder KIT. Da können sich nämlich auch dann Zweitmutationen entwickeln, die verhindern, dass das Medikament noch binden kann. Und auch andere Tumorsuppressorgene können verändert sein. Fragen, die sich daraus ableiten, also Fragen, die ich an die Menschheit sozusagen habe, abgesehen von den Fragen, die Sie an mich vielleicht haben, sind folgende. Welche GIST soll man denn nun mit Mutationsanalyse untersuchen? Ich habe da die gleiche Meinung wie Frau Ligl-Atzwanger, alle. Ja, aber das liegt natürlich auch daran, dass wir ein wissenschaftliches Urinteresse an diesen Tumoren haben, selbst wenn sie ganz klein sind. Guckt man in die Guidelines, würde man sagen, alle, die ein signifikantes Risiko des Rückfalls haben. Was heißt denn signifikant? Und das fängt nach meinem persönlichen Dafürhalten bei moderatem Risiko an. Aber bei moderatem Risiko würde ich es immer diskutieren, ob es sinnvoll ist. Und es hört, und es ist bei absolut sicher bei hohem Risiko des Rückfalls oder gar bei Metastasierung, das ist Pflicht, immer. So, dann, welche Methode? Habe ich Sie vielleicht überzeugt, dass dieses hochkomplizierte Verfahren, dieses Next Generation Sequencing oder Tiefensequenzierung einfach besser ist, weil es sensitiver ist, ist aber auch teurer und dauert länger, muss man gleich dazu sagen. Zahlt es die Krankenkasse? Eine sehr beliebte und immer wieder gern genommene Frage. Auch die Frage, wie teuer ist denn das? Und ich kann Ihnen gleich sagen, das ist nicht mit einer Zahl zu beantworten, weil das deutsche Krankenversicherungssystem zu kompliziert ist. Ich hoffe, dass es in der Schweiz und Österreich besser ist. Auf jeden Fall bei uns ist es nicht ganz trivial. Und es hängt davon ab, ob Sie ambulant oder stationär sind. Und es gibt viele Faktoren. Aber das soll nicht Ihre Sorge sein. Es steht Ihnen zu. Ja, es gibt gute Gründe, warum die Krankenkasse bezahlen muss. Und schließlich, was ist mit diesen Blutuntersuchungen, von denen man so liest? Liquid Biopsy ist da das Zauberwort. Ist das jetzt die Zukunft, dass man gar nicht mehr den Tumor anguckt, sondern alles am Blut machen kann? Das ist ein abendfüllendes Thema, deswegen gebe ich darauf keine Antwort, sondern schmeiße das mal so in die Runde und bin gespannt, ob Sie da noch Kommentare dazu haben. Ein Blick noch aufs Gerhard-Domag-Institut von oben und dann sehen Sie noch unsere Mikroskopierrunde und ja, damit bin ich am Ende und danke Ihnen fürs Zuhören. Ja, vielen Dank, Frau Professor Wardemann.